Familie Pham freut sich immer wieder über die Kulisse im Hamburger Hafen. Die Stimmung ist heiter, viele wollen das Wasser genießen. Zum Ausflug mit den beiden Töchtern sind auch die Schwiegersöhne mitgekommen. Doch Van Famoy und seine Frau Trantinha verbinden mit Wasser auch Bedrohliches. Und die Erinnerung an die Flucht holt sie auch nach fast 30 Jahren immer wieder ein. Manchmal, wenn ich die Leute, die mit mir geflüchtet sind, treffen, dann kommt diese Erinnerung zurück. Das Jahr 1982 war sehr schlimm. Ich träume auch noch, also der Albtraum von der Flucht noch. Der Albtraum von der Flucht, der sieht für die Pham und für hunderttausende Vietnamesen so aus. Boote hoffnungslos überladen. Wer es an die Küste Südostasiens schafft, hat Glück. Jeder Dritte schafft es nicht. Immer wieder Piratenüberfälle, Boat People werden sie genannt. Und kaum ein Land will sie aufnehmen, Ende der 70er Jahre. Die Pham's wissen, wie viel Glück sie gehabt haben. Die Eltern kannten die Gefahr und sahen doch keine andere Möglichkeit als die Flucht nach der Machtübernahme der Kommunisten in Vietnam. Die hatten Pham Van Hoa aus seinem Job bei einer Fluggesellschaft gefeuert, die Wirtschaft marode. In Saigon sah er keine Zukunft mehr für sich und seine Familie. Hier unser Boot. 12 Meter lang, 2,5 Meter breit, das Fluchtboot für 111 Menschen. Und hier bin ich. Ein Jahr lang hatten sie die Flucht geplant. Unter solchen Umständen sollte ich meine Kinder nicht da aufwachsen. Der Gedanke, in einem freien Land zu leben, überwand sonst ernster. Doch am dritten Tag kommen die Piraten, halten den Männern Messer an den Hals, bis ein Helikopter auftaucht, die Piraten in die Flucht schlägt. Der Helikopter begleitet die Kap Anamur, das Schiff aus Deutschland, das die Flüchtlinge in Sicherheit bringen soll. Eine Erfolgsgeschichte, die mit ihnen begann. Robert Neudeck und seine Frau Christel. In ihrem Haus bei Köln hatten sie 1979 nur einen Gedanken, nicht mehr zusehen. Das waren alles Bilder, die uns sehr erinnerten an unsere Kindheit und an die Zeit des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und wir haben nur gewusst, jetzt ist die Stunde, dass man etwas tun muss. Die Dimension haben wir ja damals nicht übersehen. Wir dachten, das sind 3 Monate. Wir hatten das Schiff ja gemietet und die Spender haben gespendet. Und wir dachten, länger als 3 Monate können wir das überhaupt nicht finanzieren. Dass das 3 Jahre ging, das hat man ja damals nicht geahnt. Eine Fernsehsendung über das Elend der Flüchtlinge und die Initiative in Deutschland brachte an einem Tag rund 600.000 Euro an Spenden. Doch die bürokratischen Hürden waren hoch. Dass ein Schiff dort ist, das einzig nur dazu da ist, vietnamesische Bootsflüchtlinge in diesem Riesenozean Südchinesische Meer zu suchen und dann auch noch zu finden und dann auch noch nach Deutschland zu bringen. Das war ja für Bürokraten eine Ausgeburt von geradezu fantastischer, teuflischer Machart. Aber der Kampf wurde uns leicht gemacht, weil wir diese große Unterstützung von Millionen Menschen in der Bundesrepublik hatten, die das unbedingt wollten und die auch dafür etwas taten, dass dieses Schiff möglich wurde. Die Kap Anamur fischte dank weiterer Spenden mehr als 10.000 Menschen aus dem Meer. Doch die meisten Flüchtlinge musste sie nach Singapur bringen. Neudeck machte sich auch dafür stark, dass die Vietnamesen nach Deutschland einreisen durften, trotz politischer Widerstände. Es gab Quoten. Wenn ein Problem in Deutschland schwierig ist, gibt man Quoten. Das heißt, man gibt bestimmte Zahlen von Menschen, die man aufnehmen kann. Wir mussten ständig anrennen gegen diese Quote. Doch letztlich nahm Deutschland 40.000 vietnamesische Flüchtlinge auf. Auch die Pham's waren 1980 hier im Laderaum des Frachters Kap Anamur, eine Woche lang. Die Töchter damals 3 und 5 Jahre alt. Ich bin eigentlich mit der Kap Anamur aufgewachsen, ohne dass ich eine tatsächliche Erinnerung an dieses Schiff habe. Schwebt die Kap Anamur über allem. Das wurde mir von klein auf an immer mitgegeben, dass das... ja, das Boot ist, was uns hierher gebracht hat, was uns das Leben hier erst ermöglicht hat. Die Eltern sind beide berufstätig, die Töchter haben studiert. Die Vietnamesen gelten in Deutschland als die bestintegriertesten Einwanderer.
Pham Van Hoa hat gemeinsam mit anderen Flüchtlingen dafür gesorgt, dass im Hamburger Hafen bald ein Gedenkstein enthüllt wird. Denn Hamburg war der Heimathafen des Rettungsschiffs. Pünktlich zum 30. Geburtstag von Kap Anamur wollen sich die Boat People bedanken.